Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dir wieder ein Video von mir anschaust. Diesmal habe ich eine Idee mitgebracht, die mir gekommen ist. Ich sag mal, der Auslöser war das. Ich schenke meinen Eltern immer regelmäßig zu Weihnachten so einen Fotokalender. Ne? 12 Seiten mit Fotos, die dann für jeden Monat sind. Und mein Vater kam irgendwann mal an und sagte, das ist ja gut und schön, die Bilder sind ja toll, aber man weiß ja manchmal gar nicht, wo das ist und was das ist, was das für Gebäude sind und so weiter. Kann man das nicht irgendwie noch dabei schreiben? Und da habe ich eine Idee gehabt, wie man einen, ich nenne es einfach mal so, interaktiven Kalender machen kann. Und zwar, indem man in die Ecke vielleicht so einen kleinen Barcode macht, der dann auf irgendwas verweist, wo eine Erklärung ist, wo ein Video ist oder sonst was. Und wie ihr so einen Barcode erstellt, wie ihr den über Lumina Neo dann einfügt in das Bild und was man vielleicht als Idee hinter diesem Barcode dann machen kann, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, hier habe ich jetzt ein fertiges Bild für den Januar. Man sieht die Hohenzollernbrücke, die in Richtung Dom geht. Unten sieht man das Kalendarium für den Januar mit den Feiertagen für Nordrhein-Westfalen. Und hier in der Ecke dann den Barcode, den ich jetzt mal scanne. Und dann kann man hier sehen, welche Informationen zu dem Bild dann verfügbar sind. Und wie du jetzt den QR-Code erzeugst und das Ganze in Lumina Neo einbaust, das zeige ich dir jetzt. Ja, QR-Code-Generatoren gibt es eine ganze Menge im Netz. Ich benutze diesen hier, der bestimmte Dinge kostenfrei und andere Dinge über ein Abo anbietet. Für meine Zwecke reicht die kostenfreie Version. Ich kann hier eine URL einfügen und kann dann zum Beispiel einen Link zu einem meiner YouTube-Videos da reinpacken. Oder wie jetzt in dem Fall, ich nehme einfach das Freitextfeld, da habe ich mir das schon mal in die Zwischenablage gelegt. Das ist dann so eine Information zu dem Bild, wo dann auch noch unten die Werte stehen, ISO-Wert, Blende und so weiter. Der ist jetzt hier schon fertig generiert. Man könnte jetzt hier unten noch Farben ändern, brauche ich aber nicht. Ich lade ihn jetzt einfach runter. Da habe ich jetzt hier die Möglichkeit, dem einen Namen zu geben. Januar. Und den als PNG runterzuladen. Wenn ich den als verlustfreie Vektorgrafik hier laden wollte, müsste ich wieder was bezahlen. Wenn ich die Größe hier ändern wollte, auch. 1000 Pixel ist aber vollkommen in Ordnung. Also lade ich den jetzt einfach mal herunter. Das Kalendarium, das habe ich mir hier über eine Excel-Tabelle erstellt. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert sich alles anhören. Aber ich muss natürlich da irgendwie ein JPEG aus diesen einzelnen Monaten rausbekommen. Und das mache ich im Prinzip einfach hier mit diesem Snipping-Tool, was es bei Windows gibt. Schneide das Ganze dann aus, das eine Bild für den Januar hier zum Beispiel. So. Speichere das ab. Und so mache ich das mit den anderen auch. Ich starte hier mit dieser weißen Vorlage. Das ist einfach im Format DIN A4 quer. Das habe ich vorher mal erstellt und abgespeichert. Und suche mir jetzt die entsprechenden Ebenen dazu, die ich hier schon soweit schon mit reingebracht habe. Das ist einmal hier das Bild vom Dom, das Kalendarium für den Januar und den QR-Code. Das sortiere ich mir jetzt noch so ein bisschen. Unten muss die weiße Ebene sein. Darüber kommt dann das Bild, das Kalendarium darüber und der QR-Code am Schluss. Ist also schon soweit alles richtig sortiert. Blende jetzt erstmal verschiedene Ebenen aus, beziehungsweise diese Ebene aus. Ziehe hier die Deckkraft mal höher und schiebe das hier unten hin, wo es hingehört. So, hier bei dem Foto mache ich natürlich die Deckkraft auch was höher und schiebe das so hin, wie ich es haben möchte. So, und am Schluss noch
den QR-Code darüber. Klein in die Ecke. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie klein man den machen darf, dass er da noch erkannt wird. Deswegen würde ich das einfach immer mal mit dem Handy kurz testen, ob er noch erkannt wird. Und wenn ja, dann ist es so in Ordnung. Und schon ist der Januar fertig. Bleiben nur noch 11 weitere Monate. Ja, ich hoffe, das Video war für dich nützlich und hilfreich und hat dir vielleicht eine neue Idee gebracht. Und vielleicht gibt es ja zu Weihnachten dann auch jemand, der von dir einen Fotokalender mit interaktiven Möglichkeiten bekommt. Wenn du magst, dann abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like oder schreib gerne was in die Kommentare rein. Egal was du tust, egal was du lässt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö.